In der letzten Zeit habe ich über zwei Worte nachgedacht und die heißen gerade jetzt. Gerade jetzt ist etwas, was eine Situation beschreibt, die jetzt gerade im Moment da ist und ich brauche eine Antwort, ich brauche eine Strategie, wie ich in dieser Situation weitergehen kann. Gerade jetzt brauche ich Ermutigung, Erfrischung, Wegweisung, Erkenntnis, was auch immer. Und die Bibel spricht davon, dass wir Zugang haben zu diesen Dingen, weil es Dinge sind, die Gott gesetzt hat. Gott möchte uns immer ermutigen. Er möchte uns immer befähigen. Er möchte uns immer ausrüsten. Er möchte uns immer durch seinen Heiligen Geist dienen, dass er uns Weisung und Erkenntnis und alle diese Dinge geben will. Er möchte dir die Segnungen, die er hat für dich, die Segnungen für dein Leben, er möchte sie dir zur Verfügung stellen. Gerade jetzt. Viele Leute sagen, oh, ich brauche gerade jetzt mal eine gute Antwort, eine gute Idee, was auch immer. Nicht erst morgen, übermorgen, jetzt. Und so möchte ich dir auch helfen, dass du gerade jetzt die Dinge empfangen kannst, die Gott für dich hat. Oft ist es so, dass wir in Situationen sind, wo wir merken, etwas bedrängt uns. Wir sind uns oft gar nicht so im Klaren darüber, was ist das eigentlich, in welchen Dingen stehe ich denn hier? Oft merken wir das nur vom Gefühl her, einfach vom ganzen Setting. Irgendetwas ist da, was uns bedrängt. So als erstes möchte ich dir sagen, zieh dich ein bisschen zurück und schau dir die Situation mal an, in der du gerade jetzt stehst. Versuch mal rauszufinden, was ist denn da eigentlich, was geht denn da eigentlich ab? Was sind denn die Dinge, die mir entgegenstehen? Und wenn du die klar benennen kannst, dann sagst du, stopp, in dem Namen Jesus, diese Dinge hören auf, in meinem Leben zu regieren. Stopp, in dem Namen jeder Bedrängnis, die vom Teufel ausgeht, die in dein Leben hineinsprechen und hineinwirken will. Stopp in dem Namen Jesus, dass sein Blut für dich spricht. Wenn du ein Kind Gottes bist und wenn du angenommen hast, dass Jesus dein Erlöser ist, dann hast du einen Anspruch auf die Rettung und die siegreiche Kraft des Blutes Jesu. Als zweites stehst du auf und sagst, ich proklamiere das, was Gott sagt. Gott spricht in dein Leben hinein und seine Worte sind Worte des Lebens, die dir Richtung und Wegweisung geben wollen. Proklamiere das Wort Gottes der Verheißungen, die Ja und Amen sind in ihm. Seine Verheißungen sind gültig. Er möchte, dass die Berufung, die er in dein Leben gelegt hat, den Weg, den er für dich vorgesehen hat, er möchte, dass du ans Ziel kommst. Er möchte nicht, dass du scheiterst. Das ist das Reden des Feindes. Gott möchte, dass die Verheißungen, die er für dich hat, wirklich zustande kommen. Dazu hat er dir den Heiligen Geist gegeben. Der Heilige Geist in dir, das ist das Geschenk Gottes. Das ist etwas, was Jesus dir gegeben hat, damit du nicht alleine bist. Damit du immer empfangen kannst, was die Verheißungen Gottes sind, was sein Wort ist, was seine Weisung ist, was seine Strategie ist, was seine Segnung ist. Und ich möchte dir vorschlagen, eins von diesen Gebeten, was ich so empfunden habe, zu nehmen und das zu beten, in dein Leben hineinzubeten. Da heißt es, ich setze die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft der Weisheit und des Verständnisses, der Liebe, des Lebens, der Stärke und Ermutigung frei. Und ich erwarte, dass er mir gerade jetzt in meiner Situation hilft. Dass er mir gerade jetzt Sieg schenkt. Sein Sieg ist dein Sieg. Er ist in dir. Er ist am Wirken in dir. Und du kannst dich an diese übernatürliche Kraft Gottes andocken. Du kannst ihn festhalten. Du kannst sagen, er in mir. Das ist wirklich meine Hoffnung. Ich vertraue darauf. Gott hat mehr für dich.